In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man mit dem LTSpice Netzwerksimulator Teilspannung in einer Schaltung ausrechnet, zum Beispiel um eine Probe zu machen, wenn man was mit der Spannungsteilerregel ausgerechnet hat. Und das Ganze soll im Frequenzbereich stattfinden, also mit komplexen Zeigern für Strom und Spannung und auch mit komplexen Impedanzen. Und dazu soll mal hier die Aufgabe 112 aus unserem Übungsheft dienen. Dafür gibt es ja schon ein Video. Und das Ganze soll jetzt mal hier noch in LTSpice stattfinden. Wenn man das LTSpice noch nicht hat, kann man das einfach runterladen auf der Seite von Analog Devices und dann gibt es eine Version für Windows und auch für Mac. Und wenn man das dann installiert hat, sieht das erstmal so aus und über diesen Knopf kann man ein neues Schaltbild anlegen und wenn das Feld dann hier noch ein bisschen größer ist, ich mache jetzt mal das Fenster groß, dann sieht man hier auch noch die anderen Bauelemente. Die findet man aber auch im Menü hier oben bei Edit und wir brauchen jetzt natürlich erstmal einen Widerstand und mit Steuerung R auf der Tastatur kann man diesen Widerstand drehen, also im Widerstand 1 und den Widerstand 2. Mit Escape kommt man da wieder raus. Dann brauchen wir einen Kondensator, eine Kapazität, einmal hier und einmal in Reihe zu diesem anderen Widerstand C1 und C2. Und wir brauchen mindestens mal noch hier vorne diese Eingangsspannung, ist ja hier nur als ein Spannungsfeld dargestellt. Wir brauchen mal noch eine Spannungsquelle und die findet man unter Component im Menü und dann unter Voltage. Und die kann sowohl Gleichspannungs- als auch Wechselspannungsquelle sein. Der können wir sozusagen jegliches Verhalten mitgeben. So, jetzt braucht man das Wire-Tool. Dafür muss ich jetzt doch nochmal das Fenster groß machen, weil ich das jetzt nur hier rasch finde. Damit wird das jetzt alles mal einmal rasch verdrahtet. Und hier noch diese Parallelschaltung. Und man sollte mal darauf achten, dass dann auch automatisch diese Knotenpunkte hier entstehen. Die zeigen an, dass das halt wirklich verdrahtet wurde. So, und jetzt füge ich mal hier hinten noch so ein bisschen künstlich diesen Ausgang hinzu, an dem wir dann die Ausgangsspannung abgreifen und gebe mal dann den Ports hier noch einen Namen mit, also das hier UE soll die Eingangsspannung sein, das UA soll die Ausgangsspannung sein und dafür gibt es hier auch so ein kleines Label und dann nenne ich das mal Eingang für den Eingang, packe das hier mit hin und hier hinten das nenne ich Ausgang. Und verbinde das noch mit denen, so dass eben jetzt dieser Knoten, das sieht man hier in dem Video nicht so richtig schön. Ich kann das mal das Fenster wieder kleiner machen. Übrigens, wenn man auf Space drückt, dann wird sozusagen die Schaltung so skaliert, dass sie gut in das Fenster passt. Und jetzt sieht man das hier unten. Ich kann das nicht gleichzeitig zeigen. Man müsste mal in diese Ecke hier schauen. Dann sieht man, da steht jetzt, das ist der Knoteneingang, das ist der Knotenausgang. Hier gibt es zum Beispiel noch einen Knoten, der jetzt automatisch benannt ist mit dem Knoten 1. Das ist eben das, was hier im Hintergrund stattfindet, ist ja eine Knotenspannungsanalyse. Dafür müssen die Knoten sozusagen Nummern oder Namen haben, um das zu machen. Und hier gibt es noch einen Knoten 2. Wenn wir das jetzt simulieren, versuchen, werden wir gleich feststellen, dass da jetzt noch ein bisschen was fehlt an der Schaltung. Aber wir können das ja mal probieren. Also hier oben mit diesem Männchen könnte man das jetzt loslaufen lassen. Und das, was wir jetzt ja machen wollen, ist eine AC-Analyse. Das soll ja für sinusförmige Eingangsspannung sein und einen leerlaufenden Ausgang. Und dann stellen wir nachher ein, dass das genau für eine Frequenz passieren soll. Da kommen wir vielleicht drauf hin. So, was man sich jetzt immer noch mal kurz überlegen könnte und sollte, ist, was kommt denn bei dieser Aufgabe raus? Und das ist, will ich jetzt hier nicht erklären, das ist in dem anderen Video erklärt. Und zwar kommt hier am Ende raus, dass das Verhältnis von der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, dass da genau 2/3 rauskommt. Und zwar mit einem Phasenwinkel 0, also mal E hoch J 0 Grad, das bräuchte man jetzt nicht wirklich mit hinschreiben, aber das kommt sozusagen raus für das Ergebnis und das sollte man natürlich später auch hier drüben sehen.
So, was jetzt so ein bisschen fehlt, ist, naja, wie groß sind denn die Bauelemente? Also hier steht ja nichts, wie groß sie sein sollen. Hier steht nur, dass die gleich groß sein sollen. Und jetzt können wir mal zum Beispiel einfach annehmen, dass die halt alle 5 Ohm sind. Dann ist das relativ einfach. Bei den Widerständen können wir jetzt einstellen, okay, 5 Ohm und 5 Ohm. Jetzt die Frage, was stellt man halt bei den Kapazitäten ein? Weil hier stellt man ja eine Kapazität ein in Farad und nicht diesen Blindwiderstand. Jetzt können wir aber sozusagen Trick 17 machen und sagen mal, was wäre denn, wenn die Kreisfrequenz einfach 1 mal 1 durch Sekunde wäre? Ja, und wenn dann das 1 durch Omega C hier oben 5 Ohm ist, dann können wir das ja nach C umstellen und dann würde da stehen C1 und auch C2 wären dann halt, also nur das C nach oben, die 5 Ohm nach unten, 1 durch Omega mal 5 Ohm und wenn das Omega jetzt eben 1 ist und 1 durch Sekunde, dann steht hier oben Sekunde, Ohm ist Volt pro Ampere und dann stehen da Ampersekunden pro Volt und Ampersekunden pro Volt, das sind Farad. Also müsste da ein Fünftel Farad stehen. Wenn ich das jetzt hier nochmal zusammenfasse, ein Fünftel Farad, das sollte die Kapazität sein und diesen Bruch, also ein Fünftel kann man jetzt ausrechnen. Man kann ja auch direkt diesen Bruch eingeben, damit dieser Bruch vernünftig geparst wird. Muss man den in geschweifte Klammern schreiben und dann kann man auch direkt diesen Ausdruck ein Fünftel dahin schreiben. So, und jetzt ist noch die letzte Frage. Na gut, wie groß, wenn die Kreisfrequenz 1 durch Sekunde ist und die Kreisfrequenz ist ja gleichzeitig 2 mal Pi mal f, wie groß ist dann die Frequenz, wenn wir daraus die Frequenz ausrechnen? Die Frequenz ist dann Omega durch 2 Pi und wenn das Omega halt ja, 1 durch eine Sekunde ist, dann kommt für die Frequenz halt sozusagen 1 durch 2 durch Pi Hertz raus, ja, weil die Frequenz schreibt man typischerweise in der Einheit Hertz. Und das ist jetzt das, was wir hier angeben müssen als Frequenz. Wir wollen das jetzt für genau eine Frequenz simulieren und diese eine Frequenz hat den Wert 1 durch und dann in Klammern 2 mal Pi. Und das Ganze auch wieder in geschweifte Klammern, dass das eben als ein mathematischer Ausdruck erkannt wird, der erstmal ausgewertet wird, ausgerechnet wird, bevor der sozusagen geparst und interpretiert wird. So, und jetzt kommt eine letzte Mitteilung oder noch eine Fehlermeldung, die sagt, wir brauchen einen Masseknoten in unserer Schaltung und den finden wir auch hier. Place Ground. Hier ist übrigens auch das Draw Wire, was ich vorhin gesucht habe. So, also hier, wir brauchen eine Masse und die Masse packen wir jetzt, ich packe die mal so hin, dass die hier, ich schiebe die mal noch ein bisschen an den Ausgang. Weil die Spannung, die wir hier messen, das sind eigentlich keine Spannungen, sondern das sind Potenziale am Eingang und Ausgang und die beziehen sich immer auf diesen Masseknoten. Hier unten ist jetzt eigentlich egal, wo man die Masse anschließt, weil das ja alles eine Verbindung ist. Bei anderen Schaltungen mögen mal hier unten noch irgendwie Bauelemente, Widerstände, Induktivitäten, Kapazitäten sein. Und dann ist natürlich Masse hier und Masse hier macht was anderes. Wenn wir die Spannung am Ausgang wissen wollen, müssten wir die Masse hier hinten auch an den Ausgang anschließen. Das wäre nicht unwichtig. Ja, so dass das Potenzial von diesem Ausgangsknoten eben direkt dem Wert hier am Ausgang entspricht. So, jetzt mache ich das Bild mal wieder klein. Und versuche nochmal zu simulieren. Und jetzt kommt halt überall 0 raus. Ja gut, warum kommt überall 0 raus? Weil unsere Quelle noch 0 ist. Hier steht einfach nichts in der Quelle drin. Und also mit der anderen Maustaste auf die Quelle klicken. Jetzt kann man hier einen Gleichspannungswert eingeben. Das ist aber nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen ja mit sinusförmiger Eingangsspannung simulieren. Also klicken wir mal auf Advanced und gehen hier in dieses Menü rein. Und dann kann man hier eine Amplitude für Alternating Current oder Alternating Voltage für komplexe Wechselspannungsrechnung einfügen. Und da gebe ich jetzt mal 3 Volt ein. Warum 3? Weil hier sollte ja 2/3 rauskommen. Wenn 3 Volt reingehen, sollten 2 Volt am Ausgang erscheinen und zwar auch mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Ja, also hier ist es jetzt auch kein Phasenwinkel eingestellt, das heißt, der ist 0.
So, und dann nochmal auf Simulieren. Und dann sieh da, also am Eingang haben wir 3 Volt mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Am Ausgang haben wir 2 Volt, also 2/3 davon, mit einem Phasenwinkel, ja, von nicht exakt 0, sondern von minus 3 mal 10 hoch minus 14 Grad. Das sind also 0,000 und sozusagen 14 Nullen. Ja, das ist sehr wenig. Das ist sozusagen das numerische Rauschen, die numerische Ungenauigkeit. Wodurch entsteht die? Naja, also vermutlich sind das hier eben, auch wenn da ein Fünftel steht, dann als Gleitkommazahl nicht exakt ein Fünftel. Diese Frequenz, das Pi hier, hat eine gewisse Ungenauigkeit und dadurch sind die Blindwiderstände dann eben nicht exakt gleich groß in der Rechnung und dadurch ist der Phasenwinkel auch nicht exakt 0, sondern halt nahezu 0, sehr, sehr dicht an 0 dran. So, mit dem Verfahren, also, ne, jetzt haben wir sozusagen das einmal von Hand gerechnet, hätten das von Hand gerechnet, wissen ungefähr, was rauskommt. Hier kommt das Gleiche raus, das heißt, man kann dem Verfahren einigermaßen trauen. Und jetzt könnte man mit der Methode und mit der Variante natürlich auch für kompliziertere Schaltungen Teilspannung ausrechnen in LTSpice und damit eine Probe machen, zum Beispiel, wenn man etwas mit der Spannungsteilerregel gerechnet hat.